Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Boost Your Business. Vielen Dank für alle Zuschauer der letzten Ausgabe. Da hatten wir unseren Special Guest Hubert Greinwalder anwesend. Viele Zuschauer haben reagiert und denen war das ganze Prinzip des Schaufelverkäufers noch nicht so ganz klar. Es kamen einige Anfragen und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir den Hubert heute nochmal zu Wort kommen lassen. Hubert, kannst du das Prinzip des Schaufelverkäufers nochmal erklären? Hallo zusammen, mache ich sehr gerne. Das Prinzip des Schaufelverkäufers stammt ja aus der Goldgräberzeit, 120 Jahre in Alaska. Da haben sich Menschen gefunden, um nach Gold zu suchen. Und es gab dort eben, oder die Chance, Gold zu finden, war relativ niedrig. Entsprechend niedrig war auch der geschäftliche Erfolg, wenn man so möchte. Aber wer immer geschäftlichen Erfolg hatte, waren die Schaufelverkäufer, die sogenannten Outfitter, die sozusagen an alle Goldsucher Schaufeln verkauft haben. Dieses Prinzip, ja, dass man ein Geschäft entwickelt und damit alle glücklich macht, egal ob die dann wiederum mit ihren Geschäften glücklich werden oder erfolgreich werden, nennt man eben das Prinzip des Schaufelverkäufers. Heutzutage ist es so, dass dieses Prinzip primär aus der Investmentszene kommt. Ja, gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, man will in die Automobilindustrie investieren. Und dann könnte man natürlich auf einen Automobilhersteller setzen, ja, der jetzt Elektroautos anbietet, sei es VW, was es auch immer sein mag. Ja. Und dann bin ich natürlich immer davon abhängig, ob VW langfristig erfolgreich bleibt oder wird auf dem Gebiet des Elektromobils. Und cleverer wäre es jetzt, Schaufelverkäuferprinzip, ich investiere in einen Batteriehersteller. Ja? Denn jedes Automobil, jedes Elektroauto braucht einen Akku, eine Batterie. Und dann kann es mir im Endeffekt egal sein, an wen dieser Batteriehersteller seine Akkus verkauft oder wer mehr kauft oder wer weniger kauft. Faktisch gesehen, ich verkaufe an alle. Und jetzt treiben wir das noch mal eine Stufe weiter. Wir investieren nicht in die Batteriehersteller, denn davon gibt es auch eine ganze Menge. Wir investieren in einen Lithiumproduzenten, denn jedes Lithium-Ionen-Akku braucht Lithium. Das heißt, wir könnten ganz einfach in eine Gesellschaft investieren, die Lithium abbaut, Lithium produziert und es dann wiederum an alle möglichen Lithium-Batteriehersteller verkauft, die dann ihre Batterien wieder an die Autohersteller. Das heißt, man ist am Anfang der Nahrungskette, wenn man so sagen möchte. Und dieses Prinzip übersetzt auf die Fitnessbranche ist spannend. Ja, das heißt, ein Fitnessstudio kann jetzt im Prinzip ganz selektiv ihre Mitgliedschaften verkaufen. Und das heißt, sie können nur Geschäfte mit Leuten machen, die auch bereit sind, eine Mitgliedschaft in ihrem hauseigenen Fitnessstudio zu machen. Und sie machen kein Geschäft mit den ganzen anderen Menschen draußen, die auch abnehmen wollen, aber nicht bereit sind, bei ihnen zu kaufen. Ne? Und dann sind wir ganz am Anfang der Nahrungskette. Einen Schritt dahinter in der Nahrungskette wäre zum Beispiel zu sagen, ich biete meine Kerndienstleistung allen Menschen an, die da draußen sind. Ja? Die müssen gar nicht bei mir im Fitnessstudio Mitglied werden, sondern ich fokussiere mich nur auf das, was ich wirklich gut kann und wo mir die Wettbewerber nicht folgen können. Das heißt zum Beispiel im Bereich Kompetenz. Ich habe kompetente Trainer als Fitnessstudio. Ich kann ganz gezielt diese Menschen betreuen. Ich kann sie coachen. Ich kann sie motivieren. Und ich kann ihnen Trainingsprogramme schreiben und. Das können die anderen alle nicht. Und das heißt, ich könnte jetzt draußen Menschen meine Dienstleistung verkaufen. Und es ist mir dabei völlig egal, ob die bei mir im Fitnessstudio trainieren, was sie selbstverständlich können. Aber sie könnten genauso auch zum Bergwandern gehen oder zum Mountainbiken oder laufen gehen, in ein Wettbewerber-Fitnessstudio theoretisch gehen oder zum Discounter oder zu Hause Online-Kurse besuchen. Denn sie holen sich bei mir die Dienstleistung ab und die biete ich wiederum allen an. Und das ist das Prinzip des Schaufelverkaufers. Bedeutet, ich erweitere mein Einzugsgebiet, meine Zielgruppe extrem. Und das eröffnet völlig neue Chancen, insbesondere in der heutigen Zeit. Um das auf den Punkt zu bringen, wenn ich das richtig verstehe, du sagst nicht, dass die Fitnessstudios
so wie sie arbeiten, nicht lukrativ sind oder wenn das nicht geht, die Fitnessstudios, sondern du zeigst Chancen auf, weil gerade die Kompetenz im Fitnessstudio entscheidend ist. Absolut. Also ich habe den Kommentar ja auch mitbekommen. Natürlich bin ich nicht gegen Fitnessstudios und auch nicht gegen die Arbeit von Fitnessstudios. Ganz im Gegenteil. Ich meine, ich bin seit 1990 in der Fitnessbranche, habe alle Höhen und Tiefen der Branche, die ganze Entwicklung, die Höhenflüge erlebt. Und ich bin der Branche sehr dankbar und sehr verbunden. Aber ich sehe einfach die aktuelle Situation. Ich sehe als Beobachter, als Marktbeobachter, dass viele Betreiber die Dramatik der Veränderung nicht sehen oder sehen wollen. Und es gibt vielerorts diese Denke, weiter wie bisher. Und ein weiter wie bisher wird, da bin ich hundertprozentig davon überzeugt, nicht erfolgreich sein. Du hast ja letztes Mal auch gesagt, dass die Fitnessclubs keine Mitgliedschaften anbieten sollen, sondern mehr auf Lösungspakete gehen. Kannst du das bitte mal ausführen? Auch das ist natürlich eine sehr provokante Aussage. Ja? Keine Mitgliedschaft mehr verkaufen. Was spinnt der Greinwalder? Was macht er denn? Das ist natürlich eine provokante These. Hintergrund ist der, eine Mitgliedschaft ist total unsexy. Ja, das ist nichts, was ich gern machen würde. Das ist natürlich für jemand, der 30 Jahre, 20 Jahre in seinem Fitnessclub steht und ständig Mitgliedschaften verkauft. Für den ist es natürlich, was erzählt der da? Das ist natürlich eine Provokanz und er lehnt es natürlich ab. Nur im Prinzip des Schaufelverkäufers ist das eine sehr eingeschränkte Denkweise. Denn du kannst nur eine Mitgliedschaft verkaufen. Über 3, 6, 9, 12, für 24 Monate, was auch immer. Und immer mehr Verbände oder Verbraucherorganisationen schränken es ein. Das kriegt ja auch alle mit. Also es ist eine Mitgliedschaft ist schwierig. Außerdem würde eine Mitgliedschaft für dich, Astrid, und für mich würde ja genau gleich aussehen. Wie würde dann die Lösung aussehen? Was schlägst du da vor naja, die als Lösung, Alternative? Die Lösung ist eine ganz andere im Prinzip. Es ist ein komplett anderer Ansatz. Ich denke nicht die Mitgliedschaften, sondern die Kunden. Und wenn jetzt die Astrid zum Beispiel ein paar Kilo abnehmen möchte, was sie definitiv nicht muss, oder wenn ich abnehmen muss, was ich dir sollte auf jeden Fall, dann würde quasi ein Dienstleistungspaket für mich komplett anders aussehen wie für sie. Eine Mitgliedschaft würde aber gleich aussehen, mit fast den gleichen Inhalten, mit einer Eingangsanamnese, dann wird eine Fettmessung gemacht und. Das hilft den meisten Menschen aber nicht, das reicht aber nicht. Ich sehe also ein Lösungspaket als komplett individuelle Dienstleistung, die nur auf mich abgestimmt wird. Ja, mit ganz speziellen Inhalten, die ich dringend zur Zielerreichung brauche. Könnte so zum Beispiel aussehen, dass mich ein Trainer fragt, Hubert, was machst du denn einfach? Was ist denn so deine Lieblingssportart? Da sage ich, ja, ich gehe wahnsinnig gerne in die Berge, ich fahre gerne Mountainbike und ich mache gern zu Hause, ich habe ein Fitnessstudio und da mache ich noch meine Übungen. Da sagt er, das ist perfekt, wenn du so aufgestellt bist, dann bauen wir jetzt darauf auf. Und ich bin dann Betreuer und ich bin dann Coach. Und immer wenn, wie groß ist dein innerer Schweinehund? Dann sage ich, ja, der ist groß. Ja? Ich brauche fixe Termine, ich brauche ein enges Raster. Er sagt, okay, das kann ich dir bieten. Ja, also das ist sozusagen dann mein Paket und ich entscheide, was in dem Paket drin ist und nicht irgendein Verkäufer. Dieser Mensch verkauft mir auch nichts, sondern ich beantworte die Fragen nach meinem Bedarf selbst und hinterher kommt irgendein Preis raus, den weiß ich vorher gar nicht, denn der entscheidende ist, was ist in dem Paket drin. Und dieses Paket enthält nur Dinge, die ich brauche, um mein Ziel zu erreichen. Und wie lang das Paket dann dauert, ob das 3, 6, 9, 12 Monate dauert, das ist auch etwas, was ich persönlich entscheide. Aber ich mache in diesem Zeitraum einen Mörderumsatz, ja, weil ich ja nicht für die Mitgliedschaft bezahle, sondern ich bezahle für die Dienstleistung. Das ist natürlich super individuell, aber absolut, sehr, sehr aufwendig. Wie kann denn das umgesetzt werden oder was gehört dazu, damit die Studios das erfolgreich umsetzen? Das Thema ist das, ich sehe momentan, dass viele Fitnessstudios im mittleren und oberen Segment sich von ihren Trainern verabschieden und damit verabschieden sie sich von ihrer Kernkompetenz, die sie eigentlich verstärken sollten, nämlich Kompetenz, Betreuung, Individualität, Menschlichkeit, Motivation. Das sind Leistungen oder Qualitäten,
die anderen Wettbewerber momentan nicht liefern können. Die ganzen Online-Fitness-Clubs können es nicht liefern. Die ganzen Discounter können es nur sehr eingeschränkt liefern. Die YouTube-Videos können es nicht liefern. Ja? Und wenn jetzt ein normaler Fitnessclub jetzt hier abbaut, ja, wird es schwieriger. Es wird immer schwieriger. Ich sehe die Zukunft eines Fitnessstudios hauptsächlich in der Kompetenz. In ihrer Kernkompetenz, Betreuung, Beratung, Coaching, Hilfestellung der Leute auf dem Weg dorthin. Denn wir wissen doch alle, die wenigsten Leute schaffen es, wenn sie irgendein Stück Papier bekommen oder eine App runterladen. Eine App kann durchaus unterstützend tätig sein, aber entscheidend ist der Kick in den Arsch, den jeder braucht, wenn er abnehmen möchte, zum Beispiel. Wie kann es jetzt konkret aussehen, wenn ich sage, als Fitnessinhaber, ich möchte das Thema angehen? Was sind die ersten Schritte? Also ich predige dieses Thema ja schon sehr lang und ich stelle immer wieder fest, dass die Betreiber meistens an der Umsetzung scheitern. Hat wahrscheinlich den Grund, weil sie nicht unbedingt wissen, wo sie anfangen sollen. Aber die Frage ist doch jetzt, also ich würde mal damit anfangen, welche Komponenten benötige ich für Menschen, um Menschen zu helfen, die abnehmen wollen? Ja, da brauche ich die Komponente Bewegung, ich brauche die Komponente Ernährung und ich brauche die Komponente Motivation. Und dann kann ich mir überlegen, was kann ich denn mit meiner Kernkompetenz in diese Komponenten reinpacken? Und das sind dann kleine Bausteine. Für mich sieht so ein Lösungspaket so aus, dass ich als Verkäufer letztendlich, als Berater da sitze und sage, ich habe hier ganz viele Bausteine und ich baue diese Bausteine so zusammen, wie sie mein Kunde braucht. Braucht er viele Bausteine, braucht er viel Hilfe, ist das Paket größer. Aber das entscheidet mein Gegenüber. Und man beginnt sozusagen bei der Erstellung der Bausteine. Und der nächste Schritt wäre dann sozusagen, diese Bausteine individuell für jeden Kunden, kann es individuell sein, zusammenzusetzen. Dadurch hat der Kunde auch nie das Gefühl, dass er ein Standardprogramm bekommt. Ja, und da sehe ich das Hauptproblem. Ja, die Unterscheidungsmerkmale von allem, was draußen ist. Und ich sehe momentan einfach die Tendenz und die Gefahr, dass Fitnessstudios versuchen, immer schlanker zu werden, immer weniger individuell zu werden. Es wird immer mehr digitalisiert. Was per se ja nicht Schlechtes ist, aber es entfernt die Kunden von der eigentlichen Dienstleistung. Und wir alle sehnen uns so sehr nach qualifizierter Dienstleistung. Und die Menschen sind bereit, dafür zu bezahlen. Und ich glaube, dass es eine große Gefahr ist. Wir haben momentan die Ukraine-Krise. Die Menschen haben, wir haben Spritpreise, wie wir sie noch nie hatten. Wir haben Lebensmittelpreise, Strompreise, die wir noch nie hatten. Das heißt, im Durchschnittshaushalt fehlt momentan das Geld in der Tasche. Monatlich. Ganz knallhart. Und da sehe ich ein Problem, dass die Leute dann jetzt noch stärker darauf achten, wofür gebe ich mein Geld aus? Und für eine Mitgliedschaft gebe ich das nicht mehr aus. Ich glaube, dass wir momentan genau diese Phase erleben. Wir werben für etwas, es kommt aber zu wenig Rücklauf, weil es einfach zu wenig individuell ist. Ja. Du meinst also, wenn jemand das Thema Figurformung oder auch Rückenschmerzen Absolut. Zum Thema hat, dass dann individuelle Angebote, Pakete für denjenigen geschnürt werden, ja. was kurzfristiger sein kann, aber auch durchaus Absolut. Langfristig, aber dass er qualitativ das auch bekommt, was er möchte Absolut. Und die Leute dann auch dafür Geld ausgeben. Absolut. Wenn ich 15 Kilo abnehmen möchte, sieht mein Paket natürlich anders aus, als wenn jemand 3 Kilo Corona-Fett wegbauen möchte. Ja, logisch. Und dass die 15 Kilo länger dauern als die 3 Kilo, ist auch klar. Also da muss ich keine Überzeugungsarbeit leisten, da muss ich kein guter Verkäufer sein. Ja? Die Antwort, die gibt mir mein Gegenüber, mein Interessent. Wenn ich ihn frage, wie lange glaubst du dafür zu brauchen? Also das ist gar nicht mehr so sehr das Thema. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass man vorgefertigte Pakete braucht. Ja? Klar wird sich im Laufe der Zeit eine gewisse Routine einschleichen und ihr wisst besser als ich, was braucht ein Mensch, der 15 Kilo abnehmen möchte. Aber je mehr man das Ganze standardisiert, desto weniger individuell ist es. Desto mehr muss ich dann die Verkaufstaktik auf den Tisch legen. Ja? Also ich denke mir, natürlich haben jetzt die Clubs Vorteile, die jetzt schon in der Vergangenheit schon sehr stark positioniert sind im Bereich Figurformung. Die tun sich natürlich viel leichter.
Aber man muss halt irgendwann mit dem Weg anfangen. Ich glaube, dass die Zeit der klassischen Mitgliedschaft nicht vorbei ist. Ja? Ich spreche jetzt vor allen Dingen auch die Mittelklasse-Studios bis oberes Preissegment an. Ne? Da spielt der Preis natürlich eine Rolle, aber wir sehen es ja im Urlaub. Der Mensch ist bereit, für Geld für Dinge auszugeben, von denen er glaubt, es ist es wert. Und eine Mitgliedschaft ist es nicht mehr. Ich glaube, das war jetzt wieder ein interessanter Einblick. Das hat die ganze Situation jetzt nochmal klargestellt, was du im letzten Video auch erörtert hast. Wenn ihr am Ball bleiben wollt, der Hubert wird in 2 Wochen wieder hier zum Interview sein. Dann freuen wir uns über einen Daumen hoch und like uns. Dann bist du immer up to date und erfährst die neuesten News von Boost Your Business. Vielen Dank. Tschüss. Danke, Hubert. Gerne.